Bueno, wir konnten das Jahr 2018 gut abschließen und jetzt sind wir ganz im Gang mit 2019. Wir hoffen, dass das Jahr uns viel bringt und dass wir auch die Projekte, die wir uns angeschrieben haben, um durchzuführen, dass wir das auch gelingen schenkt. Und wir haben da einige Projekte von einem großen Dach von über 1000 Quadratmeter für ein Centro Social hier von Mariscal Sigaribe, weil öfter mal die aus klimatischen Gründen wir die größten Feste oder Veranstaltungen nicht durchführen konnten, weil es geregnet hat. Das wird das erste große Dach hier in Mariscal sein. Wir hoffen, dass das in 3 bis 4 Monaten fertiggestellt ist. Weiter haben wir mehrere Schulen, was wir bauen wollen im Distrito. Nicht hier in Mariscal, sondern in anderen Bevölkerungen, besonders in den Indianersiedlungen haben wir ein paar und Reparationen von Reparaturen von Schulklassen, was über 1400 Millionen von Investitionen auch ist. Und dann sind wir auch ganz schon fortgeschritten mit dem Projekt von der Zemmenstraße, von der Ruta Tranchaco, was das Terminal verbindet. Wir wollen das Terminal so schnell wie möglich in Funktion treten. Wir brauchen die Officinas da schon alle, um die Zufahrt zu sichern, weil wir eine Zemmenstraße, was auch ein interessantes Projekt ist und für die Verschönerung vom Staat ist. Und dann haben wir auch ein Projekt von einem Centro Salud oder ein Gesundheitszentrum in Linha 30 de Oz. Virgen del Fatima nennt sich die Siedlung weiter im Süden von Neuland, ungefähr 150 Kilometer. Wir wissen, dass von der Zone von Pilcomayo viel Dienstleistungen gebraucht werden können und die von Gesundheit wieder ziemlich Mängel haben. Und wir hoffen, dass wir mit einer Investition von einem Gesundheitszentrum die Leute da besser bedienen und dass sie zu ihrem Recht kommen mit der Gesundheit. Und wir sind besonders mit Geburten und Kleinkindern in Gefahr, weil die Distanzen so groß sind und unterwegs öfter was passiert, wenn sie sind schon öfter schon ziemlich krank und dann auch die lange Fahrt macht das dann schon ziemlich schwierig. Manchmal die Überlebenschancen sind dann schon sehr klein. Und weiter haben wir ein Projekt auch mit einem Land, was wir in Infanterie Varola zurückholen können oder regulieren können. Das sind 5000 Hektar. Wir haben ein Projekt mit 50 Hektar Lottes ungefähr und für Ruralinvestitionen. Und da sind viel Interesse von jungen Leuten. Wir hoffen, dass wir die Berufsschüler, die abgeschlossen haben, da eine Möglichkeit haben, auf ein eigenes Land zu kommen und da zu produzieren. Das ist sehr gutes Land, sehr gutes Wasser und das wollen wir 2019 unbedingt beginnen, um das Land zu besiedeln und dass mehr Leute auf dem Land arbeiten können.